Willkommen zurück zu Dave the Diver. Startet das Spiel? Nee, es schmeißt einen einfach nur wieder in den Tag rein und wiederholt nicht das, was wir beim Ende vom letzten Mal miterlebt haben. Bisschen schade, geht aber insgesamt trotzdem in Ordnung. Gut, wir haben eine neue Sache freigeschalten. Genau, die kann man einfach hier ansteuern. Und zwar der Shop. Der sollte neu sein. So, Copas Premium Shop. An auxiliary device that will expand the capacity of your oxygen tank. It can't be reused. Reused, one-time use. Heißt also, okay, wir haben ja zum Beispiel hier Oxygen Caps unter Wasser ja schon mal gesehen gehabt. Das heißt also, die nimmt man mit, nutzt sie vielleicht und das war's dann. Können wir mal ganz kurz hier gucken. Wir haben nämlich so ein paar Sachen schon gesammelt. Ist nicht die Welt? Aber es ist gleichzeitig auch nicht verkehrt. Also das zum Beispiel, da würde ich sagen, da gehen wir einfach hin, verkaufen mal 3 von denen. Auch wenn ich nicht, Moment. Silver Dish, it fetches a decent price. Okay. Würde erst sagen, oh, vielleicht sollte man es aufheben für irgendeinen Quest, aber wenn es schon so beschrieben wird als, hey, verkauf's doch, dann sollte ich das auch tatsächlich einfach tun. Wohingegen sowas wie Legbones, das sollte man sich sparen. Das hier ist natürlich nicht schlecht. Weg damit. Ich glaube, das hatten wir von einem der Delfine bekommen gehabt. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Die Frage ist, das brauche ich eigentlich nicht. Wir sollten vermutlich eher gucken, ob wir bei dem Weapon... könnten das jetzt machen. Die Waffe ist echt gut. Die Waffe ist echt nicht schlecht. Wenn ich von nun an, dass wir die Basic Underwater Rifle austauschen kann, denke ich, können wir uns gegen den einen oder anderen größeren ohne Probleme anlegen. Hell yeah. Okay, wunderbar. Wir sehen damit jetzt meine Sachen unter Wasser schon ein bisschen sicherer aus. Außer dieser extrem große Hai taucht auf. Okay, wir haben ebenfalls... Da können wir auch nochmal ganz kurz reingucken, weil wir haben jetzt das Geld. Die Waffe ist auf welchem Level? Ach, das wird nicht mit Level bezeichnet. Ja, dann sollte klar sein, wir arbeiten uns mal wieder so ein bisschen von... dem niedrigsten Preis nach oben. Und für den Rest spare ich mir das ganz kurz, aber weil ich nicht weiß, ob ich den Diving Suit aktuell so tief brauche. Ebenfalls, wir haben eine Kamera freigeschalten. Go to the Rock Pie. Achso, wir sollen da erstmal wieder zurückkehren. Okay, dann machen wir das auch. Oder einem, ja, okay, wir haben ja den Scouter. Das soll uns schon helfen. Ja, guter Start. Also, wir müssen noch Ausschau halten, richtig, nach einer neuen Shell. Denn wir sind ja beim letzten Mal draufgegangen und haben das dann nicht mehr mitnehmen können. Enhanced Harpoon. Scheint aber grundlegend besser zu sein, also sure. Ich gehe davon aus, dass das der falsche Weg ist. Okay, noch nicht so ganz, immerhin. Da hinten ist ein Big Boy. Da ist ein ebenfalls Big Boy, den werden wir vermutlich einfach mal ganz kurz... Au, oh, okay, das ist einer von denen, die nicht einfach... Doch, doch, die haben eine Charge-Funktion. Ihnen sollte klar sein, ich versuche natürlich schon, so nah es geht zu bleiben, damit unsere, ich nenne es mal Shotgun. Oh, das ist wär's für den Kollegen. Gut. Ja, wie wir irgendwie vorhin getroffen, einmal. Das hat schon... vom Schaden her wieder erreicht. Oh, hier unten.
Cool. Ich nehme die Luft einfach mal mit. Denn ich würde ganz gerne, dafür nutze ich auch mal ruhig das Ding, wenn ich es eh jetzt schon mal habe. Oh, das ist natürlich auch gut. Je nachdem, was sonst entgegenkommt. Nochmal ein Harpoon-Upgrade. Sure. Ich dachte, vielleicht hier auf der Ebene zu bleiben wäre richtiger. Okay, wir kommen hier nochmal raus. Alles noch möglich, ja. Okay, gut. Da haben wir nochmal einen. Mal schön gucken. Denn genau, gelegentlich ist ein Upgrade mit dabei. Wir hatten zwar schon mal den Triple Axe auf Level 3 bekommen gehabt, aber ich behaupte mal, das war mehr Glück als... Oh, no. Wow, alles andere. We're here. Try placing one of the bombs Cobra gave you on that rock pile. Ist das ein Text? Nee, das soll ein Symbol für eine Bombe sein. Oh good, you know it's sorta hard to see through the radio. We can't have you torn into a thousand pieces and become food for the sharks. That's a scary thing to say in such a casual voice. Now, back away from the bomb for a bit. Sure thing, bruh. That should be enough, no way. Here it goes. Nice, now the road is clear. There's a faint light coming from inside. Go inside. What if there's a monster or something inside? That would be an amazing scientific discovery. Hier auch natürlich wieder. Die ganze Logik existiert nicht so. Oh, go to a new region. Die Logik existiert natürlich nicht so wirklich. Scheinbar guckt er durch ein Radio uns zu. Entweder hat das Radio eine Kamerafunktion oder. Das ist schon etwas. Wow, this place is wow. It appears to be some kind of sea people record chamber. My lucky feeling was correct. There definitely was a sea people civilization in this region. Look at that mirror back there. No human could have painted that so deep underwater. Maybe these are from some ancient civilization that sank from seismic activity? Yeah, good point, but that style of painting and architecture can't be seen anywhere above ground. Please first investigate this place. I'm sure you will be able to find a variety of interesting clues. If you say so. This can't be a natural pillar. There are even mysterious characters engraved on it. Ich will ganz kurz gucken, ob es hier vielleicht. Achso, ne, ich habe ja kein Jet mehr. This mirror seems to be of a warrior or king. It looks powerful. There seems to be scales on the lower back. Is this really a mural of the sea people? Ah, da unten. Oh, und da liegt was. A painting of dolphins and marine plants. Apparently the sea people could draw, not only write. Good, that should be enough. I would like to search a little more, research a little more, so please take a photo with the camera that I gave you. Ja, aber vorher muss ich das hier... No, scheinbar nicht. Take a picture of the mural. Bin ich natürlich gespannt, ob es da hier direkte Punkte gibt, wo man nur Fotos machen darf oder überhaupt. Okay, new content, the camera. Camera indicator oder icon indicates that you can take pictures. Check your objectives on the top left. Anderweise sind es also irgendwann auch Fotos von Fischis mit dabei. Use space to adjust the focus and remove your hand to take a picture. Make sure your timing matches the green indicator. Okidoki. Oh, I see something on the floor there. Oh, it might be another sea people artifact. Bring it to me. Sure can do. Und so kann es sein, dass mein Luft... Ja, ich glaube, die nimmt gerade aktuell überhaupt nicht ab.
Ja, selbst wenn ich hier sprinte. Natürlich angenehm für den Story-Moment. The artifact found by the Sea People Record Chamber and covered with moss. It's old and shabby, but there seems to be a mysterious energy about it. Uh-oh. Oh no, not the voices. Yeah, heard the sound from before? A record chamber filled with Sea People symbols. What could they have written? More importantly, didn't you hear something? What do you mean? I didn't hear anything over the radio. Come back up to the boat for now. Okay, also dadurch, dass mir nicht gesagt worden ist, ob man oder wie man die Kamera nutzt, außerhalb von, wenn der Indikator da ist, soll ich das also nicht einfach mal hier frei Schnauze machen? Weil ich ja gerade sagen könnte, kann ich eigentlich... Ich kann logischerweise nicht einfach auf mein Handy hier zurückgreifen. Aber ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, für meine Marien-Pokémon-Karten, dass man so Fotos machen soll. Okidoki. So. Ich sag mal... Den Kollegen können wir auch gleich platt machen. Das Schöne ist, ich habe auch kein Problem hier einfach mal zu ballern. Denn hier liegt gleich Munition herum. Oh, das ist dem egal, solange er Puffy ist. Das sollte klar sein, ich will jetzt einfach erstmal nur mitnehmen. Und wir gucken einfach mal noch so ein bisschen. Ich meine... Ein paar extra Sachen sollten nie verkehrt sein. Nice. Long distance. So, ich muss aufpassen, in der Sekunde, in der ich einen Big Boy sehe, ist klar, dass ich hier umdrehe. Vielleicht ein Ticken zu früh. So, hier kann ich mich in Sicherheit bringen. Das sind schon mal Big Boys. Man muss nur treffen. Ja, wirklich cool zu sehen, wie die halt auch dann wirklich Panik schieben, dass wirklich so gezeigt wird. Also man sieht definitiv, wir machen mehr Schaden mit dem Ding mittlerweile, so wie man es sich auch erhofft. Aber natürlich die Viecher weiter unten halten auch mehr aus. Frag mich, ob man hier einfach besser dabei wäre, mit dem Messer auf das Ding einzuprügeln. Macht zwar weniger Schaden, aber gefühlt macht man mehr in der kurzen Zeit. Okay. Mehr ist dann jetzt auch nicht drin. Oh, da ist eine Schale. Ich will trotzdem mal ganz kurz gucken, was das ist. Kann es immerhin aufmachen. Oh, für Luft. Okay. Das geht sogar soweit in Ordnung. Ja, dann mit Taschen voll. Hauen wir von hier wieder ab. Hoffen, dass der Kollege uns nicht mitbekommt. Bye bye. A Sea People artifact. Very interesting. Well, I'm glad you like it. I have to analyze this artifact and the mural further at my lab. I'll be in touch. Hey, you there, John Watson. I heard an explosion in the sea. Do you know what's going on? About that, we are Sea People, Sea Blue. We are an organization that tracks down people who pollute this beautiful sea and reports them. I sometimes carry out justice myself for those that commit particularly evil deeds. I've had reports of someone who has been engaging in mindless destruction of the environment in these parts. I don't know if it was you, but you better be aware of this. Whoever humps the great sea will have to contend with Sea Blue. At me, John Watson! And now the ever grateful to the sea and never lose your love for it. I'll be leaving for now. We're watching you. What a creepy dude. Will we be okay?
Sea Blue, that group is infamous. They commit acts of violence under the pretext of environmental protection. It's mostly the large corporation with big fish or the fishing businesses and not the small fisheries that harm the environment most. They say nothing to the corporations, however. Expect they are taking bribes of something unsavory like that. Or something unsavory like that. And guy looked like bad news. It won't do you any good to be on their radar. Be careful. Already? You, that was harder than expected. These are hard to find. Well, this isn't bad. And then, if I just complete the delivery to Eco Watcher. Ta-da! Haha, research level gained. Eco Watcher? Oh, you don't know? Eco Watcher is a mission-based app made to protect the environment. You get points for completing missions on the app and get rewards for reaching certain levels. So, this was for points on the app, not for a paper? Oh, well, you could say they're basically the same thing. Try it out too, if you're interested. See you! Moment, wir helfen... the environment, weil wir Sachen aus dem See geklaut haben? What? Use the Eco Watcher app to check on various ecological missions, gather points to receive various rewards. Okay, dann gucken wir doch mal. Mehr Zeug. Okay, also so ein paar Sachen. Wir sammeln Fishpoints. Ich will mal wissen, was für Eco Health Bracelet. Okay, also Animal Foot Bone fehlt uns noch. Da halten wir jetzt mal die Augen offen. Ja, und den Rest, denke ich, tausche ich einfach ein. Es ist nicht mal allzu viel, was ich hier ernsthaft bekomme. Okidoki. Wird man also nebenbei immer so ein bisschen verfolgen und offen lassen. Ist hier nochmal irgendwas in der Zwischenzeit dazugekommen? Heard shots like this are the trend now. Sure they are. That's it. Okay. Dann, wir haben aktuell keine wirkliche Mission mehr offen. Also geht man einfach nur baden. Also wichtig, die Ladesequenz hat gerade hervorgehoben, dass man zwar seine Harpune verbessern kann, aber nur die elementaren Versionen. Ah, da gehe ich nicht rein. Oh, hi, sehr früher Gegner. Im Wasser gefunden werden können. Auch mit einem Schuss. Das ist ein ganz schöner Big Boy. Dafür, dass er hier ganz oben mit dabei ist. Apropos Big Boy. Hallo. Oh, der haut sogar vor allem ab. So, das Ding können wir ruhig mitnehmen. Und ich bin so frei und mache ja auch ruhig mal so den Anfang. Der gibt immerhin einiges. Gut fürs Restaurant. Und das ist es im Endeffekt aktuell. Erkunden, klar. Hier und da ein paar Sachen mitnehmen, aber in erster Linie ist es ein Restaurant-Run, den wir gerade haben. Eine Schockharpune. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass mit den Upgrades, die wir nebenbei kaufen, das hier dann einfach nur... Oh, andere Sache, die man diesmal will. Hi, okay. Oh, a little bit of guy. Over... Okay, invasive. Einer von fünf. Wie auch angenehm, dass es so hervorgehoben wird. Ich muss zugeben, A und D zu alternieren ist bei weitem angenehmer als Space. Das brauche ich aktuell noch nicht. Doch, meines Erachtens auch aktuell nicht ernsthaft nach irgendwelchen Ohrvorkommen zu gucken. Ja, dadurch, dass das Ding nicht mal aggressiv ist. Danke. Oh boy, da sind wir schon fast wieder an unsere Grenze gestoßen, bevor wir gefühlt ansatzweise irgendwo nach unten gegangen sind. Basic Underwater Rifle.
Also dafür, dass es 11 bis 33 Schaden mit unserer aktuellen Waffe macht, 31 geht in Ordnung. Man muss halt nur treffen. So kann man bei der Shotgun im Endeffekt auch sagen oder beim Triple Axel. Okay, probieren wir auch mal so ein bisschen, so weit es geht, nach unten zu gehen. Und den Big Boys einfach mal auszuweichen. Wo du ruhig mitkommen darfst. Oh. Uff. Okay. Never mind. Time to go. Ja, es ist lustig. Jedes Mal, wenn man ein Upgrade bekommt, denkt man, oh, jetzt könnte man mehr machen. Und zum gewissen Grad schon. Gleichzeitig aber auch. Gerade wenn man dann halt wirklich weiter unten ist. Und auf die wirklich größeren Fische trifft, die nehmen halt immer viel Platz weg. Dementsprechend, wie man ja gesehen hat, wir waren gefühlt keine 5 Minuten unter Wasser und schon haben wir alles wieder auferfüllt. Wrap up your day. Sure thing, bruh. Application list. Okay, aber das können wir jetzt hier noch nicht machen. Erst wenn wir da drüben sind. VIP appeared. The Vincent Zagomi. Hello viewers, this is Yui from the TV show Star the Chef. Today I've come to the seaside sushi bar that's all the rage on Kokusta Banshu Sushi. In this sushi bar that's famous for its exotic sushi, we have with us the legendary sushi expert Vincent Yamaoka. I'm Vincent Yamaoka. Hello Vincent, how would you define sushi? Sushi is a very simple dish. There's only rice, vinegar, wasabi, and the fish that goes on top. Everything hangs upon these ingredients. However, simple does not mean easy. Listen. How good the ingredients are, how they were stored and aged, how they were cut, how the rice was cooked, and how it was all molded. All those things matter in the art of sushi. Yes. I see. In that case, what do you think of the exotic sushi that Banshu Sushi is famous for? New ingredients for sushi have long been similar. The king of fish, the tuna, in particular the belly. Below that, the olive, flounder, and amberjack with white and red meat. All verified ingredients, you understand. Who dare to use new ingredients despite the many proven ones that existed from the Edo era, regardless of the taste? This shows a lack of respect. You have once criticized California rolls as not being real sushi. We are curious to see what your opinion on Banshu Sushi will be. Now then, let's start by introducing the star of today's show. This is the owner, Banshu. This is a bit sudden, I'm called, but he is quite reticent. Who knows? That can only mean he speaks through his cooking. This sushi bar offers a fantastic view as it's near the giant blue hole, and the chef sure gives off the vibes of a master. I'm really looking forward to how the food will taste, Vincent. Which food will you be trying? I'm really interested in the food of a place that's so focused on appearances. You're there, Banshu, was it? Your name? And let me take a look at what you can do. Let me see. Bring me something to surprise me. Wow, Vincent offers a daring provocation. He left the menu for the chef to decide. Can't just sit by and listen to your prejudiced thinking. Give me 2 days. I'll be sure to shock you. A standoff between a traditional gourmet and an exotic chef. Things are getting real interesting. We will come to you live on the next episode. Don't forget to tune in the next time to Star the Chef Heart. Die hauen wirklich ab, ohne was zu essen. What are you thinking? What are you going to do? A man does not run from a challenge. I've thought of something. Will you get me the ingredients? I need some sea grapes and white spotted jellyfish. They can both be harvested in the limestone cave about 100 meters down in the depths. By the way, you will need to capture the white spotted jellyfish alive. You will need a tranquilizer gun or a net gun. You're going to make sushi with those? Okay, a limestone cave, right? I will go look for them. Oh great, beides was wir nicht einfach so vorhanden haben. New content, VIP. Yeah, sometimes VIP customers will order a dish that's not on the menu. Procure the ingredients by the designated date. Oh great. Check conditions for increasing your rating in Kokstar app. Okay. SKP. Rank up. Research recipes. Da fehlt uns halt leider noch was, ne? Okay. The menu.
Research wollten wir vielleicht erstmal gucken. Aber wenn wir das nämlich einfach machen. Ist hier irgendeine Logik dahinter, die ich verfolgen sollte? Deswegen die Smileys in der Mitte. Klar, es ist schön, wenn es weit nach oben geht, aber ich habe keine wirkliche Messlatte dafür. Würde ja verstehen, wenn man sagt, oh, da ist ein Kunde und man muss 100% erreichen. Und man hat halt hier 70% damit erreicht und der Rest müsste dann halt sich dann so hocharbeiten. Aber das ist ein normaler Wert, kein prozentualer Satz. Who knows? Also dementsprechend aktuell würde ich einfach Eisenhart Geld als Fokus nehmen. Okay, wunderbar. Dann soll es natürlich auch klar sein, jetzt gehen wir hier wieder zurück, weil wir jetzt den Rank-Up wirklich nutzen können. Oh Gott, dass einfach auf den Button geklickt wird. New Recipes. Serving Staff plus 1. Booking Slots plus 1 und Menu Slot plus 1. Wo auch immer da der Unterschied ist. Okay. Das sieht doch schon ganz... Oh, da geht bis Diamond hoch. Gut zu wissen. Okay, bei mir Followers. Best Taste. Okay, da gibt es also jetzt eine Logik. Alles klar. Okay, dann Menu. Da haben wir jetzt das weiter nach unten gehen. Staff ist jetzt wichtig. Wir wollen einen hinzufügen. You have no staff. Waiting Room. Waiting Room? Wo muss ich dafür hingehen? Wir haben nämlich definitiv einen dazu gewonnen gehabt, dachte ich. Achso, hier unter Kunden. Okay. Control muss man klicken. Wir haben Pi und Leo. Wir wollen definitiv jemanden in Cooking haben. Das heißt also, wenn, dann sollten wir Pi in dem Fall nehmen. Kostet aber auch natürlich ein bisschen. Aber das soll es uns im Endeffekt, denke ich mal, wert sein. Cooking, Serving, Procure and Appeal. Appeal ist nicht der höchste Wert, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Okidoki. Achso, man könnte natürlich jetzt überlegen, ja, du bist natürlich günstiger, aber da will ich mal ganz kurz den Vergleich ziehen. Ja, sie ist auch noch nicht der Beste. Aber ich denke einfach mal jetzt einen da hinzuzufügen, nochmal einen extra zu haben, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe. Klingt zumindest nicht verkehrt. I don't know. Wenn ich richtig verstanden habe, es gibt irgendwann die Möglichkeit, die noch zu trainieren. Man sieht ja, die haben ja theoretisch auch noch weitere Snots. Sind ja auch Level 1, genau. Also das muss irgendwas in der Hinsicht noch sein. Gut, dann gucken wir doch mal. Den könnten wir erneut verbessern. Der kostet aber halt alles, was wir haben. Da haben wir 10 von, dann können wir den ruhig einmal, denke ich, verbessern. Ja, diese Animation sind ein Highlight, ein wirkliches Highlight. Hier kann ich auch 4 ausgeben, geht in Ordnung. Okay, dann, ja, wir schmeißen einfach alles hier rein, was ich reinschmeißen kann. Warum auch nicht, ne? Wie immer, wir gucken nach dem Zeug, was wir möglichst, das ist zu viel, aber möglichst viel von schon haben. Das ist zum Beispiel die Frage, ob es clever wäre, irgendwann zu sagen, okay, wir füllen einfach nicht die Karte komplett auf. I don't know, aber wir machen es einfach mal so. Und oh, das sind oben in der Ecke. Wir haben schon 2 unserer 3 Aufgaben abgeschlossen. Sea Grapes haben wir angeblich, Salt haben wir angeblich schon. Wollen wir nur noch den White Spotted Jellyfish
Also da müssen wir gucken, dass wir irgendwann mal diese Netgun vervollständigen. Jedoch weiß ich nicht, wie ich das umsetze. Denn soll ich das Ding nicht irgendwie in der Wildnis antreffe? Aktuell kann ich es nämlich noch nicht craften. Genau, hier. Ich brauche 2 weitere von denen. Mein Capture 7 Fish at the same time. Ah, das wäre so eine Maximum. Ich weiß nicht, wie man 7 auf einmal da hinkriegt, aber interessant klingt es natürlich schon. Okay, dann, ich denke, das letzte für heute. Wir schaffen wirklich nur einen Tag pro Teil. Wunderbar. Nicht vergessen, sauber machen ist wirklich mit der Maus. Yep, let's go. Oh, das ist wirklich perfekt gewesen. Ja, das hätte ich jetzt persönlich nicht als perfekt angesehen. Oh, wie schnell das Sushi sich hier schon verabschiedet. Okay, also ich hoffe mir jetzt natürlich gerade mit 2 extra Leuten, dass die das hier alles hinbekommen. Während ich mich halt um das andere Zeug so ein bisschen kümmere. Gerade so. Ja, mit 2 Leuten hier. Das machen die schon relativ gut. Aber man sieht wirklich, mittlerweile sind so viele hier. Ich existiere in erster Linie, um Leuten hier beim Tee zu helfen. Aber man sieht auch gleichzeitig wieder, hier 800 Gold haben wir damit schon wieder. Ja, hier, genau. Das Interessante ist, warum wir halt nur gelegentlich sauber machen müssen. Nice. Ja, das war einiges. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir für heute hier zum Ende. Damit wir beim nächsten Mal den neuen Tag perfekt starten und nicht erst anfangen, wenn die Story erzählt worden ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.